Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen in der HZK Arena zum 22. Spieltag der Planet Photo DBBL bei der Begegnung des Herner TC und der ChemCats Chemnitz. Heute trifft der Tabellendritte auf den Achten, allerdings Chemnitz zuletzt mit 3 Siegen, unter anderem auch gegen Wasserburg. Also nicht zu unterschätzen, was die Hernerinnen heute mit sich auf dem Parkett finden werden. Herne noch mit 2 Ausfällen. Da sieht man auch gerade die Spielerinnen, die nur abklatschen. Jill Betonville und Branka Lukovic, beide noch angeschlagen und werden heute nicht mit dabei sein. Und in 2 Minuten geht's dann los. Nicht mal mehr eine Minute. Für die Leute, die das noch nicht wissen, Herne in dieser Saison zu Hause noch komplett ungeschlagen und auch die letzten Spiele konnten sie alle gewinnen, auch auswärts. Unter anderem hatte man dann Gegner wie Wasserburg und Keltern auch bezwungen. Also Herne muss man im Pott erstmal schlagen.
Chemnitz hat da auch noch ein paar Fans mitgebracht, die heute wahrscheinlich mit Trommeln lautstark unterstützen werden, ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Wir werden mal sehen, ob das reicht. Der Tabellenachte heute nur mit einer kleineren Rotation, also 8 Leute können und werden spielen unter Trainerin Amanda Davidson. Jetzt machen sich alle bereit und es geht los mit der Starting. Herne beginnt mit Bossey, Slim, Burton, Range und Kapitänin Karic. Und auf Seiten der Chemcats Chemnitz starten Clerks, McQuaid, Noble, Azoro und auch dort die Kapitänin Vidal Genève. Oder Genève, Entschuldigung. Sprungball sichern sich die Gäste. Gerne mit dem Ballgewinn. Range. Gutes Auge auf Emina Kade. Und die ersten zwei für die Gastgeberinnen in Weiß. Durch die Kapitänin. Gut gestört und nicht die nächsten zwei Punkte. Allerdings zwei Freiwürfe, Foul von Noble, die da ein bisschen Glück hat, dass es kein unsportliches wurde. Aber zwei Würfe für Isa Slim. Beide nicht verwandelt und Rebound bei den Chemcats. Also sie vielleicht noch nicht so ganz wach. Ersten Minuten. Schön den Kontakt aufgenommen von Naube. Marcel. Langsam muss der Wurf kommen. Katie Bussey sichert sich dann nochmal den Offensivrebound, also 14 neue Sekunden für den Angriff der Ernerin. Isabella Slim, weiter Dreier, wurde da aber komplett freigelassen. Und 5:2 jetzt der Spielstand. Amanda Davidson, der Head Coach von Chemnitz, gar nicht begeistert davon. Und wechselt hier auch direkt bei der nächsten Möglichkeit. Rebound über Umwege bei Natalie Burton. Wieder Isa Slim. Allerdings diesmal zu lang der Wurf. Und Ball bei den Damen in Rot. Dreier weggeblockt von Burton. Isa Slim versucht es nochmal. 2 von 3 Dreiern von Isa Slim.
Also muss ich mich da, glaube ich, direkt wieder entschuldigen. Dieser Slim ist definitiv wach. Ersten zwei Korbleger, ersten zwei Freiwürfe nicht getroffen, aber dafür die Dreier. Und das ist, glaube ich, den Herner-Fans und Marek Gorowski, dem Head Coach, deutlich lieber. Der Rebound, wieder Isa Slim. Und das Foul. Wechsel bei Chemnitz. Perosch kommt für Clerks. Guter Pass in die Zone und Asoro weiß das in Punkte umzuwandeln. Range hatte da Isa Slim gesehen. Aber die Gäste noch mit einer Hand im Passweg. Noch 3 Sekunden, Isa Slim mit dem Schub zum Korb. Aber Rebound bei Asora, nur der schnelle Stil der Kapitänin. Und 2 Punkte, Emina Karic stört da direkt im Aufbau und erhöht die Herner Führung auf 7 Punkte Differenz. Jetzt allerdings etwas zu übereifrig in der Defense. Und Marek Petrowski nutzt die kurze Unterbrechung, bringt Lois Bettomwil für Isabella Slim, die starke erste 4 Minuten abgeliefert hat. Dreier, jetzt mal die Antwort von den Chemcats, Asoro. Gutes Auge, schön nochmal durchgesteckt. Die Early Offense nicht zu verteidigen. Herne nur mit 3 Spielerinnen zurück und Chemnitz bereits mit allen Spielerinnen nach vorne gelaufen. Uneigennützig ausgespielt. Auf der anderen Seite klappt es aber auch. Lois Bettomwil mit ihren ersten 2 Punkten in dieser Begegnung. Asoro hat es alleine versucht, gab keinen allzu großen Kontakt laut der Unparteiischen und deshalb Herne hier ganz normal mit dem Einwurf. Range und Rebound landet bei den Gästen. Asoro mit dem Handoff. Wieder Asoro, Abschluss und 2 weitere Punkte für die Schweden.
Natalie Burton verlegt hier den Spin-Move im Post. Und deshalb wieder Chemnitz im Ballbesitz. Das war zu einfach. Reverse durch Perosch. Courtney Range macht da die Baseline nicht richtig zu. Und deshalb hier der Ausgleich des Tabellenachten. Antwort von Herne gibt's nicht. Und Natalie Burton mit dem Fuß am Ball. Deshalb die Gäste mit einem Einwurf. Marek Piotrowski bringt Atura, sorgt dafür Schnelligkeitsverhältnisse auf beiden Seiten. Natalie Burton konnte ihre Größe nicht ausnutzen in der Defense. Und Offensivfoul entschieden. Soro gegen Range, zwei weitere Punkte für sie und jetzt ist Chemnitz mit 5 Punkten in Führung. Zu verdanken haben sie das vor allem der Schwedin Herne, aber mit einer direkten Antwort Emina Karic verkürzt auf 3 Punkte. Wieder Asoro und zwei weitere Punkte für die Nummer 9. Range wird da nicht richtig angegangen. Zwei einfache Punkte. Und der Fehlversuch von Burton beim Putback. Noch eine Minute zu spielen in diesem ersten Viertel. Noch 3 Punkte der Rückstand aus Sicht der Heimmannschaft. Asoro, das macht sich stark. Keine Zweifel, wer momentan die meisten Punkte erzielt hat. Herne vielleicht nochmal mit einer Antwort. Und er zählt. Neus mit dem End One. Wird in der Wurfbewegung gefoult, bekommt den Bonusfreiwurf. Erfolgreich verwandelt und somit Herne mit 2 Punkten Rückstand
Chemnitz kann auch nicht ganz runterspielen in diesem ersten Viertel. Penetration. Allerdings stand da Leusbitter und will rechtzeitig offensiv voll gepfiffen gegen Perosch. Atura mit einem von zwei und jetzt nochmal die Möglichkeit für Chemnitz. Buzzerbeater zum Ende des ersten Viertels etwas zu kurz. Herne liegt mit einem Punkt zurück, 41 zu 22. Also Chemnitz scheint hier den Aufwind aus den letzten paar Spielen mitgenommen zu haben. Aber wie auch erwähnt, auch Herne längere Zeit umgeschlagen. Und auch gegen Mannschaften wie Wasserburg und Keltern. Eine kleine Einlage der BTC-Klaus, der Herner Cheerleader, zusammen mit dem Maskottchen Winnie. Und wir werden sehen, ob die Trainer ihre Mannschaften richtig einstimmen können für das folgende Viertel. Beginnt das zweite Viertel mit Karic, Bassey, Atura, Leusbetonville und Burton auf Seiten der Gäste. Vidal Genève, Audert, Perroche, Barclay und Noble. Also die Trainerin Amanda Davidson nimmt hier die aktuelle Topscorerin Asoro vom Feld, gönnt ihr mal eine kurze Pause. Sie wird aber sicherlich nochmal das Parkett betreten in diesem zweiten Viertel, um aus Gästesicht hoffentlich an ihre Leistung anzuknüpfen. Führungswechsel durch zwei Freiwürfe der Italienerin Atura. Die Antwort Kickout und weiter Zweier von Audert. Karic auf Bassey, Dreier, der passt,
Wieder der Führungswechsel. Offener Schlagauftausch jetzt hier in der ersten Minute des zweiten Viertels. Schönes Anspiel allerdings. Barclay schafft es da nicht, den Ball umzumünzen in zwei Punkte. Roche holt sich ihr zweites persönliches Foul ab. Wird jetzt auch ausgewechselt. Clerks und Asoro sind wieder zurück. Asoro. Etwas zu lang der Dreier von ihr. Hernen gegen zu Katie Bassey. Aber schön gearbeitet von Lois Bertonville. Pass allerdings antizipiert von Asoro. Und eine Auszeit von Amanda Davidson. Herne sieht jetzt hier wieder ein bisschen weg. 28-24, immer noch ein Spiel von zwei Angriffen. Starten hier besser ins zweite Viertel. Und folglich auch der schnelle Wechsel der Trainerin. Und jetzt auch die frühe Auszeit des Head Coach von Chemnitz. Chemnitz bereits wieder auf dem Parkett und auch Herne lässt sich nicht lange bitten. Einwurf unterm Korb, noch 12 Sekunden für den Herner Angriff verbleiben. Katie Bassey. Passstaffette an der Dreierlinie entlang. Katie Bassey, Floater. Und der Rebound landet bei Chemnitz. Handoff. Vidal Généré. Der Stepback nicht geglückt. Und jetzt wieder Herne. Patty Bassey bringt ein bisschen Ruhe rein. Da waren bereits drei Damen aus Chemnitz wieder zurückgekommen. Und wollte da dann nicht das Fastbreak ausspielen. Und der Block von Asoro gegen Lois Bertonville. Und Emina Karic, Kapitänin, holt sich ihr zweites persönliches Foul ab und wird ausgewechselt. Isabella Slim, die aktuelle Herner Topscorerin in dieser Partie mit 7 Punkten, kommt zurück. Schöne Penetration, allerdings Fehlversuch und Rebound für die Gastgeberin. Gutes Anspiel, aber Burton verlegt da den Korbleger. Schöner Lobpass auf sie.
Wieder der Kickout. Asoro. Schon der zweite Fehlversuch jetzt von Asoro in Folge. Aber trotzdem macht sie ein starkes Spiel. Aktuell hat sie 15 Punkte und 7 Rebounds. Und das sind nicht einmal anderthalb Vierteln. Bassey. Und Rebound landet bei Isa Slim. Dreier von Atura. Auch der weg. Und Marie Piotrowski gibt auch das Signal, nochmal ein bisschen ruhiger zu spielen. Hätten da einen komplett neuen Angriff aufziehen können. Nur die Italienerin entschloss sich für die offensiv temperamentvollere Art. Weiter Dreier jetzt von Clerks, aber auch der ohne Erfolg. Also beide Mannschaften nicht so treffsicher wie im ersten Viertel. Dieser Slim und Rettungsstart von Atura verhilft eigentlich nur Chemnitz für ein mögliches Fastbreak. Auszeit von Marek Piotrowski. Herne startet hier zwar besser ins zweite Viertel, aber die Wurfquote lässt jetzt in den letzten paar Minuten deutlich zu wünschen übrig. Und vielleicht jetzt auch mal von beiden Trainern die Ansage, die Angriffe ein bisschen ruhiger auszuspielen. Katie Basti hat ja gerade zweimal das Tempo rausgenommen. Die Defense ist bei beiden Mannschaften wach und schaltet auch schnell wieder mit um. Und vielleicht jetzt mal die Möglichkeit, ein bisschen mehr das taktische Spiel zu sehen beider Mannschaften. Wasser im Aufbau für den Herner TC. Wieder Basse. Findet Range im Post. Versucht sich da mit einem Power Move durchzusetzen, aber das schaffte Chemnitz zu unterbinden. Auf der anderen Seite auch hier ein Fehlversuch, allerdings von McQuaid und jetzt wieder Herne. Wach in der Verteidigung. Und Asoro pusht sich da durch. Mit den Punkten 16 und 17 für sie. Verkürzt auf 2 Punkte Rückstand der Chemcats. Dieser Slim, schwieriger Wurf. Allerdings Herne nochmal mit dem Ballbesitz. Spiel wird unterbrochen, weil 24 anstatt 14 Sekunden auf der Shotclock standen. Für Marek Piotrowski die Möglichkeit, einen Wechsel zu ziehen. Und er bringt jetzt hier das absolute Gegenteil von einem positionsgetreuen Wechsel. Natalie Burton, Center-Spielerin, kommt für Katie Bassey. Herne ist hier größer aufgestellt und vielleicht hat der Herner Head Coach, oder der Magier, wie sie ihn hier nennen, vor, ein bisschen mehr über den Post zu spielen. Die größten Vorteile wären definitiv vorhanden. Courtney Range.
mit zwei Zählern 32-26. Asoro, aber diesmal weggeblockt von Natalie Burton. Und Asoro holt sich zusätzlich noch einen Foul ab, allerdings ihr erstes persönliches. Atura an der Baseline entlang. And one. Die Halbzeit kam da eindeutig zu spät. Und die Hernerin schafft es, den Wurf zusätzlich noch zu verwandeln. Bonus-Freiwurf. Auch der sitzt. Natalie Burton holt sich ihr erstes persönliches Foul ab. Aber Herne noch längst nicht an der Teamfoul-Grenze im Gegensatz zu Chemnitz. Großes Anspiel antizipiert von Burton. Aber Atura nimmt hier nochmal das Tempo raus. Paric. Burton im Post gegen zwei. Zwei Punkte für die Britin. Und jetzt zweistellige Führung für den Herner TC. 37-26 steht's. Offensivfoul entschieden gegen Noble. Und Amanda Davidson, die Trainerin aus Chemnitz, nutzt diese Unterbrechung, um eine Auszeit zu nehmen, damit ihr das Spiel nicht komplett aus den Händen gleitet. 11 Punkte und noch 2 Minuten 40 circa zu spielen in der ersten Halbzeit. Für Chemnitz sollte auf jeden Fall das Ziel sein, mit einem einstelligen Rückstand in die Pause zu gehen. Wer selbst schon mal Basketball gespielt hat, weiß, wie wichtig dieser psychologische Vorteil ist. Allerdings versucht Amanda Davidson natürlich auch den Vorsprung von Herne so weit wie möglich zu reduzieren. Nur Chemnitz im zweiten Viertel erst zweimal erfolgreich, also erst 4 Punkte erzielt. Und dagegen stehen Hernes 16. Und folglich auch die hohe Führung der Gastgeberin. Asoro hat er den Pass abgefangen, allerdings wurde sie nicht belohnt. Ball landet im Aus. Herne nochmal mit dem Aufbau, allerdings nur noch mit 9 Sekunden auf der Shotclock. Atura zwischen den Gegenspielerinnen durch. Allerdings nicht erfolgreich und auch die Rettungstat von Burton kam zu spät. Ballbesitz Chemnitz, Perosch, Asoro. Wieder Perosch. Und Asoro von 0 Grad. Schwieriger Wurf.
Aber weiter im Ballbesitz Chemnitz. Der war allerdings deutlich zu lang jetzt von O'Dea. Herne mit der Möglichkeit weiter wegzuziehen. Baric. Burton, die weit draußen steht als Center-Spielerin. Und zwei Punkte. Soro verlegt und Herne mit dem Fastbreak. Gutes Auge und zwei weitere Punkte für die Herner Kapitänin. Perosch. Jetzt auch endlich, muss man schon fast sagen, ein Punkt für Chemnitz, die da fast wieder direkt durch so einen langen Pass bestraft wurden. Range wurde komplett ignoriert und erst zu spät angegangen. Allerdings schafft sie es nicht, hier zwei Punkte zu erzielen. Deshalb 41-28 weiter in der Spielstand zwischen Herne und Chemnitz. Technisches Foul entschieden und Asoro zeigt hier ein paar Nerven. Und jetzt Freiwürfe für Courtney Range. Auf sie verlegt. Und jetzt der Ballbesitz Herne. Also die zwei Freiwürfe ohne Aufstellung waren bedingt durch das spielerische Geschehen. Und Amanda Davidson holt sich ein technisches Foul ab. Und deshalb jetzt noch der Freiwurf plus Ballbesitz für den Herner TC, die jetzt die letzten 15 Sekunden runterspielen können. Oder fast runterspielen können zumindest. Liegen hier mit 13 Punkten in Führung. Herne kann hier runterspielen. 10 Sekunden noch. Katie Bosse wird weit oben verteidigt. Burton. Und die letzten zwei Punkte nochmal für Herne. Schönes Zusammenspiel zwischen Katie Bosse und Natalie Burton.
sorgen fürs 43:28 nach zwei gespielten Vierteln. Und das war's jetzt erstmal von meiner Seite. Ich melde mich 2 Minuten vor Beginn wieder mit ein paar Statistiken zum Spiel und dann geht's in 14 Minuten weiter mit dem tatsächlichen Spiel zwischen dem Herner TC und den ChemCats Chemnitz. Bis gleich.
Willkommen zurück hier live aus der H2K Arena in Herne zur Begegnung des Herner TC und der ChemCats Chemnitz. Am Anfang ein sehr ausgeglichenes Spiel zum ersten Viertel, allerdings zog Herne dann im zweiten Viertel immer weiter weg. Jetzt gerade mit 15 vorne vor Beginn der zweiten Halbzeit. Die einzige, die sich das ganze Spiel über dagegen stemmt, ist Asoro auf Seiten von Chemnitz mit 17 Punkten und 8 Rebounds. Hat auch fast durchgespielt, macht ziemlich viel alleine, allerdings momentan mit Erfolg. Nur, wie man am Punktestand auch sehen kann, reicht eine Spielerin nicht aus, um hier gegen Herne zu gewinnen. Unter anderem auch, weil Herne durch die Bank sehr solide spielt. Zwei Spielerinnen, nämlich Karic und Atura, jeweils mit 10 Punkten. Und Natalie Burton noch erwähnenswert, 7 Rebounds, 4 Punkte. Aber bei Herne ist halt die größte Stärke im heutigen Spiel, dass man nicht eine Spielerin festmachen kann, an der jetzt Sieg oder Niederlage hängt, sondern durch die Bank gescored wird. Und bei Chemnitz ist offensiv nicht mehr ganz so viel los, wenn die Nummer 9 Asoro nicht spielt. Sie startet auch wieder in dieses dritte Viertel. Und mit ihr zusammen Perroche, Vidal Genevé, McQuaid und Noble. Auf Herner Seite Karic, Bosse, Range, Burton und Slim. Und Chemnitz mit dem ersten Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Noble wieder frei auf Perroche. Und ein guter Start für den Tabellenachten. 3 Punkte durch Perroche. Range hohes Anspiel auf Burton. Und der Einsatz der Kapitänin Vidal Genevé von Chemnitz zahlt sich aus. Ein Foul gegen Natalie Burton. Allerdings verliert sie jetzt hier auch im Angriff den Ball. Herne mit der Fastbreak-Möglichkeit. Und Ballstaffette unterbunden. Einwurf von der Seite. 17 Sekunden noch im Angriff. Also Herne kann hier ruhig spielen. Katie Bassey wird gut verteidigt und spielt nochmal raus. Und Emina Karic mit dem Auge für Range. Kann sich da dann im Post durchsetzen, die Amerikanerin. Und erzielt zwei weitere Zähler für den Herner TC. Der Versuch von Noble. Herne im Angriff, Range nutzt ihre Physis, allerdings nach dem Spin dann im Abschluss sehr unsauber. Dreier springt da rein von McQuaid, bringt hier Chemnitz auf 11 Punkte Differenz zurück.
Lim wird da fast gestealt. Pass auf Burton und wieder zurück. Dreier. Nicht drin, allerdings Rebound für Herne. Katie Bassey, Kickout auf Karic. Spin-Move und dann zwei Punkte aus der Mitteldistanz. Starkes Spiel von der Kapitänin des Herner TC bis jetzt. Und Azoro springt der Ball vom Fuß ins Aus. Karic jetzt mit 12 Punkten Topscorerin auf Herner Seite. Lisa Slim. Zu lang und der Rebound bei Chemnitz. McQuaid. Die hat sich jetzt warm geschossen. Zweiter Dreier von ihr in diesem Viertel. Nina Karic. 6 Sekunden. Macht's alleine und den streichelt sie dann noch rein. Ganz schwieriger Wurf von ihr übers Brett gelegt. Von fast 0 Grad. Foul gegen Isabella Slim. Und der Wechsel von Marek Piotrowski nimmt sie direkt runter. Und Lois Bessonville kommt zurück. Hier im Duell gegen Azoro. Und direkt das erste Foul von Lois. Azoro zweimal erfolgreich. Mittlerweile ist über 19 Zählern und auf der anderen Seite Emina Karic mit der Antwort. Foul gegen Lois Bettonville. Zweites persönliches und viertes Teamfoul. Also ab jetzt automatisch Freiwürfe für Chemnitz. Egal ob Wurfbewegung oder nicht. Und McQuaid. Dritter Dreier in diesem Viertel. Das müssen sie mittlerweile begriffen haben, dass sie die jetzt nicht mehr werfen lassen dürfen. Und da ist wieder der einstellige Rückstand. Artura. Lois an der Baseline entlang. Und der Wurf muss kommen. Schwieriger Wurf und wäre auch zu spät gewesen von Courtney Range. Ballbesitz Chemnitz. Vidal Genevieve. Baut auf. Perroche. Schön gesehen.
Und zwei einfache Punkte für Noble. Guter Pass von Porosch. In den Cut rein. Atura auf Range. Und Rebound bei Mina Karic. Fehlversuch Atura. Und beim Rebound-Kampf holt sich Natalie Burton ein weiteres Foul ab. Das ist ihr viertes persönliches Foul und auch das fünfte Team-Foul von Herne. Also direkt Freiwürfe. Herne startete dieses dritte Viertel nicht so, wie Marek Piotrowski sich das erwünscht hat. Der Vorsprung ist deutlich geschrumpft. 8:16 jetzt nur im dritten Viertel. Und jetzt ist eben nicht mehr nur Asoro bei den Camcats. McQuaid hat dadurch drei Dreier ihre Mannschaft deutlich wieder rangebracht. Insgesamt ist sie auch erst auf 11 Punkten, also hat sich in der zweiten Halbzeit jetzt definitiv warm geworfen. Piotrowski wechselt Natalie Burton aus, bringt Isa Slim zurück und Atura jetzt hier früh gestört von Vidal Genevieve. Drittes persönliches Foul, scheint da auch nicht ganz einverstanden zu sein. Lois Bertomville, Handoff mit Emina Karic. Atura. 7 Sekunden noch auf der Shotclock. Dreier von ihr. Zu kurz. Allerdings Herne nochmal mit einem Einwurf und 9:14 Sekunden. Foul entschieden gegen Perosch, die auch ausgewechselt wurde jetzt. Für sie Clerk zurück im Spiel. Hier gerade am Ball. McQuaid. Noble. Weiterspielen, sagen die Unparteiischen. Range. Zu lang, aber Rebound bei Mina Karic. Starkes Spiel von ihr. Aber Range schafft es auch im zweiten Anlauf nicht umzuwandeln. Und jetzt wieder Chemnitz im Ballbesitz. 6 Punkte sind nur noch verblieben von der doch so deutlichen Führung der Herner Mannschaft. Und noch knapp 2,5 Minuten im dritten Viertel. McQuaid, Penetration durch die Mitte und Lois Bertomville holt sich hier unter Protesten der Zuschauer ihr drittes persönliches Foul ab. Thank you.
McQuaid. Definitiv die auffälligste Akteurin in diesem dritten Viertel. 11 Punkte alleine in den letzten 8 Minuten von ihr. Partner Range, Jill Bertrand-Beale aus der Drehung, aber holt sich den Rebound. Artura verlässt das Parkett und Katie Bassey hier im Aufbau wieder zurück. Katie Bassey. Verwandelt hier nicht und Azoro bringt den Ball da über die Mittellinie. Gut gesehen von Slim. Zwerg schafft da nicht den Ball zu kontrollieren und Slim mit einer Hand dazwischen. Pick and Roll auf Range. Schafft es halt nicht, ihre Größenverteidiger komplett auszuspielen. Und deshalb jetzt hier nur 4 Punkte der Unterschied. Also Chemnitz gleicht hier das schlechte zweite Viertel wieder aus. Ein Freiwurf findet sein Ziel von Azoro. 3 Punkte Vorsprung für den Herner TC sind jetzt im Ballbesitz. Katie Bassey mit dem Auge für die Teamkapitänin. Und Chemnitz nochmal mit der Möglichkeit. Vielleicht ein bisschen zu überhastet und Lois Bertrand-Beale schaltet da zu spät, dass nur noch 2 Sekunden auf der Uhr waren. Herne geht hier mit einer Führung in das letzte Viertel, allerdings deutlich geschrumpft. Verloren dieses Viertel mit 8:20. Also Chemnitz egalisiert hier das zweite Viertel. Jetzt wieder auf dem Parkett, deutlich kleiner aufgestellt, ohne Burton und ohne Range.
Auf der anderen Seite Amanda Davidson nutzt die Viertelpause komplett aus. McQuaid und Azoro beide im Spiel für Chemnitz, auch die beiden Topscorerinnen. Azoro hat ein bisschen nachgelassen im dritten Viertel, aber das hat McQuaid dann übernommen. Hat hier fast im Alleingang Chemnitz das dritte Viertel gewonnen. Und für Herne gilt es jetzt natürlich in den letzten 10 Minuten diese Führung über die Zeit zu bringen. Emina Karic, Anspiel auf Slim. Und Schritte gepfiffen gegen Isabella Slim, die da im Post schnell gedoppelt wurde. Rebound bei Lois Bettermiel. Atura komplett rüber auf Bassey. Und die nimmt wieder ein bisschen das Tempo raus. Lisa Slim. Rebound bei Katie Bassey. Atura. Und auch der Wurf nicht drin für Herne. Chemnitz jetzt mit der Möglichkeit. Clerk. Vidal Genevieve. McQuaid wird im Wurf gefoult von Katie Bassey. Erstes persönliches Foul und erstes Teamfoul auch für den Herrn ATC in dem vierten Viertel. Zwei Freiwürfe gibt es allerdings für McQuaid. Bringt Chemnitz hier wieder auf einen Punkt Rückstand ran. Lois Bettermiel muss nochmal rausspielen. Katie Bassey lässt da gut ihre Gegenspielerin aussteigen, aber dann im Antritt verliert sie den Ball. Und jetzt für Chemnitz die Möglichkeit, seit langem mal wieder in dieser Partie in Führung zu gehen. Vidal Genevieve wird da gefoult bei ihrer Penetration. Zweites persönliches Foul von Katie Bassey. Ein Wurf unten für die Damen in Rot. Und Azoro holt sich hier einen Offensivfall ab, rennt einfach in ihre Gegenspielerin rein. Also noch kein Führungswechsel und für Herne jetzt wieder die Möglichkeit, den Vorsprung etwas auszubauen. Katie Bassey mit dem Dreier und 54-50 der Spielstand. Und das bringt die Fans auch direkt wieder zurück. Schön durchgesetzt von Vidal Genevieve, allerdings hinterher nicht belohnt. Ball bleibt eingeklemmt. Also Sprungballsituation
Allerdings jetzt im zweiten Durchgang weggeblockt. Asoro und Herne mit der Möglichkeit. Emina Karic wird nicht richtig angegangen. Setzt sich hier auch gut durch gegen Nobel. Und Herne zieht jetzt hier wieder ein bisschen weg. Die Auszeit von Amanda Davidson. Hatten hier einen guten Start hingelegt. An den Erfolg aus dem dritten Viertel angeknüpft. Und waren bis auf einen Punkt reingekommen. Und jetzt allerdings zweimal in der Offense ein bisschen zu ungestüm gewesen. Und die erfolgreichen Würfe von Katie Bassey und Emina Karic sorgen für 6 Punkte Führung der Heimmannschaft, 7 Minuten vor Ende der Begegnung. Herne unverändert zurück. Bei Chemnitz gab es einen Wechsel. Asoro ging und dafür kam Barclay jetzt gerade auch am Ball wieder ins Spiel. Rückspiel und Ballgewinn Herne. Auf Slim und der geht nur an den Ring. Rebound bei Chemnitz. McQuaid was auf Vidal Junior. Guter Lobpass, Barclay verwertet und erzielt 2 Punkte für Chemnitz. Und Lois gegen 2 Spielerinnen. Sechs Punkte die Führung weiterhin für den Herner TC. Und das war ein dankbares Foul. Atura war schon gesprungen, bevor Noble überhaupt den Wurfabschluss faken konnte oder den Wurf nehmen konnte. Und nimmt da dann folglich den Kontakt auf. 2 Freiwürfe gibt es. Wurden beide sicher verwandelt. Und jetzt wieder Herne. Lois. Karic. Wieder Lois. Dreier. Und er passt. Contesteter Dreier von Lois Bettonville. Und die letzten 5 Minuten dieser Begegnung sind angebrochen. Die Antwort von McQuaid nicht erfolgreich und Herne mit der Möglichkeit im Fast Break. Schön uneigennützig gespielt. Ballstaffette von Atura, geht der Ball dann zu Slim. 2 Punkte. Und die Auszeit von Amanda Davidson,
der Trainerin der Chemcats Chemnitz. 9 Punkte sind es und 4,5 Minuten und jetzt befinden wir uns wieder in einer komfortablen Aussicht aus Herner Seite. Beide Mannschaften machen unverändert weiter. Vidal Genevé im Aufbau. Barclay. Mit einem sehr aggressiven Block. Und Merckx verliert den Ball. Doppelwechsel bei den Chemcats. Azoro und Perosch sind zurück. Atura wird beim Zug zum Korb gefoult. 2 Freiwürfe. 4. persönliches Foul gegen Perosch. Atura auch hier wieder zu spät. Norbel zieht da das Foul und verwandelt. Also Möglichkeit zum 3-Punkt-Spiel für die Chemcats. Und das bringt sie wieder auf 8 Punkte ran. Allerdings diesmal ein bisschen übereifrig verteidigt. Azoro. Drittes persönliches und drittes Teamfoul. Atura, Kickout und Emina Karic schafft es nicht, den zu verwandeln. Lois Bettenwil holt sich ihr 4. persönliches Foul ab, kann das selbst noch nicht so ganz glauben. Wollte eigentlich die Sprungballsituation rausholen. Allerdings resultiert das jetzt in 2 Freiwürfen durch die Teamfoulgrenze. Den zweiten konnte sie dann verwandeln. Wieder hart angegangen. Merckx holt sich ihr erstes Foul ab und Wechsel die mit 4 Fouls belastete Spielerin. Lois Bettermühl geht raus und Burton kommt zurück, die auch mit 4 persönlichen, allerdings noch 3 Minuten zu spielen, wird jetzt hier die größere McQuaid verteidigen.
glaube, und McQuaid gegen Atura. Atura stört den Wurf und es gibt einen Schrittfehler mit der Folge Ballbesitz Herner TC, die sich jetzt bei ihren Angriffen deutlich mehr Zeit lassen können. Burton im Post. Spielt nochmal raus. Katie Bassey. Auch der kommt zurück. Und auch wieder Genevieve hier im Aufbau. Auch der Perroche wird da freigepickt. Und Azora schafft es nicht, den Fehler ihrer Mitspielerin wieder gut zu machen. Lisa Slim fängt sich da durch die Mitte, 2 Punkte und 11 Punkte jetzt der Vorsprung für die Heimmannschaft. Azoro, Perosch. McQuaid komplett allein gelassen, 3 Punkte durch McQuaid. Und Offensivfoul, das ist auch ihr fünftes Foul. Dieses Foul allerdings auch die Möglichkeit für Sarah Poleros, eine der WNBL-Spielerinnen des HTC, hier wieder in der Bundesliga ein paar Sekunden Spielzeit schnuppern zu dürfen. Dieser Slim schlägt da den Ball weg, 5 Sekunden noch und der Dreier zu kurz, auch die Rettungstat zu spät und 69-61. Marek Piotrowski nutzt hier nochmal seine Auszeit. 51 Sekunden. Aber dadurch, dass Azoro nicht mehr an die erste Halbzeit anknüpfen konnte, muss jetzt ziemlich viel über McQuaid laufen. Und 8 Punkte sind mindestens 3 Angriffe oder teilweise sogar 4 Angriffe. Was natürlich eine harte Nuss wäre für Amanda Davidson mit ihrem Team, der Chemcats Chemnitz. Die Chemcats bereits zurück auf dem Parkett. 51,5 Sekunden noch zu spielen. Und Marek Piotrowski lässt auch selbige 5 weiterspielen.
Lisa Slim. Und für die Verteidigung von Chemnitz dürfen die natürlich nicht zulassen, dass Herne zu viel Zeit von Owen nimmt. Lisa Slim. Und zwei Punkte. Gut gespielt. Wollten hier ohne Foul zum Ballgewinn kommen. Asoro, schneller Dreier von ihr. Allerdings Katie Bassey läuft da die Uhr runter. Wird zwar nicht gefoult. Bekommt sogar das Foul. Drittes persönliches und durch die Teamfoulgrenze zwei Freiwürfe für die Nummer 12, Noble, auf Seiten der Chemcats. Spielen hier auch nochmal Fullcourt. Aber Katie Bassey wird hier gefoult und Perosch hat damit ihre letzte Aktion in diesem Spiel getan. Fünftes Foul von ihr, nochmal der Wechsel, Audair. Und damit sind drei Angriffe und das wird Chemnitz nicht mehr schaffen. Müssen jetzt hier selbstverständlich auf einen Dreier gehen. Also so schon mal gar nicht. Ballgewinn Atura. 2 gegen 0. Und im Ablaufen der Spielzeit noch das 75 zu 66. Also Herne bleibt über die Saison ungeschlagen zu Hause. Konnten kein Spiel verlieren und setzen sich auch heute verdient gegen den Tabellenachten durch, der zwei sehr starke Viertel abgeliefert hat. Bedankt sich natürlich auch nochmal bei den Fans für die Unterstützung. Sichern sich hier das Heimrecht für die Playoffs. Und am Ostermontag geht es dann für den Herner TC weiter, wenn es um die Meisterschaft geht. Und das war es auch von meiner Seite. Mein Name ist Mirko Koch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und ein schönes Restwochenende. Glück auf! Großen, kleinsten.
an Sie, meine beiden, meine Co-Trainer. Vielen Dank, Jungs. Guten Tag. Bei Alex und Silvio, die machen sehr, sehr guten Job mit Firma Otto mit Kraft in Dortmund. Vielen Dank nach Dortmund für das. Und wie man sieht, die werden sehr, sehr schnell gesund. Also Karin war schon heute bereit, fast ein Spieler, die haben sie gebremst, aber in Playoffs. Hoffentlich sehen wir alle wieder komplett und freuen wir uns. Ja. Bei allen Helfern, weißt du, wo die Linie zum Beispiel ist? Die steht immer am Verkauf dahinter mit seinem Team, wo man sieht die Frau gar nicht, die kann die Spieler nicht sehen. Sie organisiert aber sehr schön den Verkauf und zu unserem Teambereich einfach vielen Dank Ihnen und dein Team. Mein Teammanager, der ist jetzt erkrankt, ich hoffe, dass Ihnen helfen, auch Schiffer zu fahren, also nach dem Sieg heute. Bis dann. Und komplett im Tisch, das bei jedem Spiel machen super Arbeit. Den anderen Leuten muss man mal helfen, also die Firma Hartzweig-Klasse, diese Superorganisation, die wollte stehen, auch teilweise die Kunden stehen. Also alle anderen Leuten, die haben dazu getragen und vor allem wollte ich mich bedanken bei euch allen, den Zuschauern. Und euch, der ganze Kunde.
Vielen Dank.